Die Dunmer gelten als eines der beliebtesten Völker unter The Elder Scrolls Fans. Aber das, was ich euch heute zeigen werde, wird eure Vorstellung von ihnen komplett verändern. Ihre Geschichte ist nicht nur grausam, sondern auch besonders blutig. Die Dunkelelfen leben in Morrowind, ein Gebiet voller Vulkane und einer lebensfeindlichen Umgebung. Trotzdem haben sie eine hochentwickelte Zivilisation aufgebaut. Doch das haben sie nicht allein geschafft, denn sie setzten dafür auf Sklaverei. Sie nutzten die Sklaven für schwere Aufgaben wie Minenarbeit, Feldarbeit oder Dienstleistungen. Diese Fremdländer werden erst zufrieden sein, wenn Sklaverei verboten ist. Es ist durch Gesetz und Brauch unser Recht, Sklaven zu haben. Und das geht sie verdammt nochmal nichts an. Die Dunmer sind eines der ältesten Völker auf dem Kontinent Tamriel, wo die Videospiele von The Elder Scrolls ihr Setting haben. Die Dunkelelfen waren aber nicht immer so wie heute. Sie waren mal wie die Hochelfen von den Somerset-Inseln. Damals kam ein Typ namens Velord und sagte ihnen: Hey Leute, eure Götter sind doof, folgt mir lieber zu einem neuen Land mit cooleren Göttern. Und so machten sie sich auf den Weg nach Morrowind, das damals noch Dwemeret hieß. Dort lebten schon die Dwemer, die bekannt waren als geniale Erfinder und große unterirdische Reiche errichtet hatten. Die Dunkelelfen nannten sich damals noch Shimmer und besaßen eine helle Hautfarbe. Durch ein dramatisches Ereignis wurde ihre Haut grau. Was das heftige Geheimnis hinter dieser Verwandlung ist, werde ich noch gleich erklären. Auf Morrowind bauten die Shimmer eine tolle Zivilisation auf, mit vielen Clans und Häusern. Aber dann gab es Streit unter ihnen und sie bekriegten sich gegenseitig. Das nutzten die Nord aus Himmelsrand aus und eroberten Morrowind. Die Shimmer und die Dwemer mochten sich nicht besonders, aber sie hatten einen gemeinsamen Feind, die Nord. Also schlossen sie sich zusammen und vertrieben die Nord aus Morrowind. Das war der Beginn einer neuen Ära für die Shimmer. Sie gründeten das System der großen Häuser unter der Führung von Induriel Nerevar. Aber dann passierte etwas Schreckliches. Die Dwemer fanden ein mächtiges Artefakt namens Lorkans Herz in dem Vulkan genannt Roter Berg. Sie wollten damit eine riesige Maschine bauen, die ihnen göttliche Macht verleihen sollte. Das gefiel den Shimmern gar nicht, denn sie verehrten Lorkan als ihren Schöpfergott. Außerdem hielten sie die Dwemer und ihr Vorhaben für größtenwahnsinnig. Also kam es zum Krieg zwischen den beiden Völkern. Nerevar und seine Berater stellten sich gegen den Dwemer-König Dumak und seinen Verbündeten Kagrenak, den Erfinder der Maschine. Es kam zur Schlacht am Roten Berg, wo sich beide Seiten erbittert bekämpften. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Kagrenak benutzte seine Werkzeuge, um die Macht von Lorkans Herz zu nutzen und löschte damit sein ganzes Volk aus. Alle Dwemer verschwanden spurlos. Niemand weiß genau, was mit den Dwemern passiert ist. Manche sagen, sie seien in eine andere Dimension verschwunden. Andere sagen, sie seien alle gestorben oder zu Asche zerfallen. Aber eines ist sicher, sie haben nie wieder etwas von sich hören lassen. Die Shimmer waren schockiert von dem plötzlichen Verschwinden ihrer ehemaligen Verbündeten. Aber sie hatten keine Zeit, die Ereignisse zu verarbeiten, denn sie hatten einen neuen Feind. Das Tribunal. Das Tribunal bestand aus drei mächtigen Shimmern. Vivek, Almalexia und Sotasil. Sie waren die engsten Freunde und Berater von Nerevar gewesen. Jedoch hatten sie ein dunkles Geheimnis. Sie hatten Lorkans Herz gestohlen und sich damit selbst zu Göttern gemacht. Etwas, was ihnen die Dedra-Fürstin Azura strengstens verboten hatte. Sie töteten Nerevar, um ihre Tat zu vertuschen. Azura bestrafte daraufhin alle Shimmer für diesen Verrat. Die Haut der Shimmer wurde grau und ihre Augen rot. Sie wurden zu den Dunmer, den Dunkelelfen. Das Tribunal behauptete, dass sie die neuen Götter von Morrowind seien und dass sie Nerevar im Kampf gegen die Dwemer verloren hätten. Sie verboten die Anbetung der alten Götter und errichteten einen neuen Kult um sich selbst. Die meisten Dwemer glaubten und folgten ihnen blind. Aber es gab einige, die die Wahrheit kannten und sich gegen das Tribunal stellten. Sie nannten sich die Aschländer und lebten fortan in den unwirtlichen Gebieten von Morrowind.
Ihr seht also, bereits die Vergangenheit der Dumer ist alles andere als ruhmreich. Es ist an der Zeit, dass wir uns ihrer moralisch dunkelsten Ansicht widmen. Die Sklaverei war für die Dunkelelfen schon immer ein wichtiger Eckpfeiler der Zivilisation. Sie hielten vorwiegend Argonier und Khajiit als Sklaven, aber auch andere Völker wie Bretonen oder Orks. In der Regel wurden die Sklaven schlecht behandelt, misshandelt oder sogar getötet. Sie hatten keine Rechte und waren dem Willen ihrer Herren ausgeliefert. Die Dunmer rechtfertigten ihre Sklaverei mit ihrer Religion und ihrer Tradition. Sie glaubten, dass sie von ihren Göttern auserwählt waren, über die anderen Völker zu herrschen. Sie sahen die Sklaven als minderwertig an und glaubten, dass sie ihnen einen Gefallen taten, indem sie ihnen eine Chance gaben, sich zu verbessern. Auch vertraten die großen Häuser von Morrowind die Ansicht, dass die Sklaverei ein wichtiger Teil ihrer Wirtschaft war und dass sie ohne sie nicht überleben könnten. Aber nicht alle Dumer waren mit der Sklaverei einverstanden. Es gab einige, die die Sklaverei als unmoralisch und grausam ansahen. Sie gründeten eine geheime Organisation namens die Zwillingsfackel, die sich für die Abschaffung der Sklaverei und die Befreiung der Sklaven einsetzte. Sie halfen den Sklaven zu fliehen und versteckten sie in sicheren Häusern oder brachten sie zu der argonischen Mission in Ebenherz, wo sie Schutz fanden. Die Zwillingsfackel hatte viele Feinde unter den Dunmer, vorwiegend unter den Häusern Drees und Halu, die am meisten von der Sklaverei profitierten. Sie schickten Kopfgeldjäger aus, um die entflohenen Sklaven zu fangen oder zu töten. Sie versuchten auch, die Zwillingsfackel zu unterwandern und zu zerstören. Die Sklaverei wurde schließlich im Jahr der dritten Ära 432 abgeschafft, nachdem Morrowind von einer Reihe von Katastrophen heimgesucht wurde. Die Eruption des Roten Berges, der Fall des Tribunals, die Oblivion-Krise und die Argonia-Invasion hatten das Land verwüstet und viele Dumer getötet oder vertrieben. Die Dumer gaben die Sklaverei nicht aus einer Position der Stärke heraus auf, sondern weil sie von den Umständen dazu gezwungen wurden. Mit dem Sklavenhandel konnte man kaum noch Geld in dieser Situation verdienen. Die Häuser Drees und Halu gaben den Sklavenhandel auf und befreiten die Argonier und Khajiit aus der Knechtschaft. Die anderen Häuser folgten ihrem Beispiel. Viele Dumer fühlten sich von ihrem alten Recht beraubt und hassten die Argonier für ihre Invasion. Die Argonier und Khajiit auf der anderen Seite fühlten sich von ihrem alten Leid geprägt und misstrauten den Dumer für ihre Grausamkeit. Die Argonier verübten einen Völkermord an den Dunkelelfen. Das Haus Tel'vanni und seine Angehörigen wurden fast vollständig ausgelöscht. Die wenigen Erben leben heute verstreut auf Tamriel und sind aus dem zerstörten Morrowind geflohen. Wahrscheinlich werden sie es nicht schaffen, jemals einen Anspruch auf ihre Titel zu erheben. Die mächtige Zivilisation, die von den Dunern dank der Sklaven aufgebaut wurde, ist in Morrowind vollständig zerfallen. Was mich auch noch besonders schockiert hat über die Lore von The Elder Scrolls, erfährst du hier in diesem Video.